Vorher habe ich mal ein anderes benutzt, aber das hier bestimmt seit 3 Jahren, jeden Tag, wirklich jeden Tag. Mal schon dieses, also das ist zum Beispiel auch auf Amazon einfach erhältlich. Die Marke ist Natural Elements, kann ich das sehr empfehlen. Ich halte es hier nochmal kurz in die Kamera. Ja, und da sozusagen die Zink, hier zum Beispiel veganes Omega, das habe ich mir vor ein paar Monaten erst zum ersten Mal genehmigt. Wenn du das zum Beispiel jeden Tag ein, zwei Mal nimmst, steht drauf, 3 Kapseln ja, pro Tag. Heute extra mitgebracht, Whey Protein. Und ich habe auch schon versucht, das hier im Ausland zu bestellen. Also als ich zum Beispiel im Nachbarland war, selbst in Österreich, glaube ich, wenn du bist, kriegst du es nicht geliefert. Das heißt, du musst sozusagen das an eine deutsche Adresse schicken, leider, über Amazon. Das ist eine deutsche Firma, die haben einfach hier sich auf speziell, also extremst hochwertiges Proteinpulver spezialisiert. Und bei diesen ganzen Proteinpulver muss ich da echt sagen, aus eigener Erfahrung und aus jemand, der seit seinem 13. Lebensjahr quasi im Fitnesscenter ist. Hallo Lieben, ein weiterer Teil zum Ernähre dich richtig als Vertriebler. Ja, Top-Ernährung gehört zum Top-Vertrieb und ich kann euch wirklich sagen, es ist so ein Grundbaustein, ja, so ein Fundament, wenn du dich richtig ernährst, dass du auch wirklich Performance, dauerhaft Performance abrufen kannst und wenn du ein richtig guter Vertriebler bist und auch sein willst, gehören eine Menge Sachen dazu. Aber letztendlich solltest du dich auch gut ernähren, ja? Weil ansonsten machst du das Leben nur unnötig schwer, ja, wenn du zu viel Zucker, zu viel Fleisch, einfach Dinge, die dich quasi runterziehen vom System her oder letztendlich du in der Verdauung irgendwie dann Probleme bekommst und so weiter. Ne? Also letztendlich hier mal ein paar Tipps, weitere Tipps, also quasi als Fortsetzung. Wir hatten letztes Mal schon dieses, also das ist zum Beispiel auch auf Amazon einfach erhältlich. Die Marke ist Natural Elements, kann ich das sehr empfehlen. Ich halte es hier nochmal kurz in die Kamera. Ja, und da sozusagen die Zink-Biglycinat, ja, also so eine hochdosierte spezielle Zink-Variante. Und sehr, sehr wichtig für das Immunsystem, wichtig auch für Durchblutung und so weiter. Ja, kann man alles googeln, für was es gut ist. Und dann letztendlich in Kombination natürlich, also ich nochmal ganz kurz Informationen, ich habe von diesen Döschen hier, habe ich zu Hause wahrscheinlich an die 40 oder sowas. Ja? Also unterschiedlichste Sachen, die nehme ich auch nicht jeden Tag, manche nur alle 3 Tage und so weiter, wie zum Beispiel Carotin, gut für die Augen, sehr, sehr wichtig, wenn du viel vom Bildschirm sitzt und auch gut für die Haut, sehr, sehr wichtig natürlich auch aufgrund unserer Umwelt, Belastungen, Sonne und allen möglichen Kram. Hier zum Beispiel veganes Omega, das habe ich mir vor ein paar Monaten erst zum ersten Mal genehmigt. Wenn du das zum Beispiel jeden Tag ein, zwei Mal nimmst, steht drauf, 3 Kapseln ja, pro Tag. Du musst nicht immer, wichtiger Hinweis, du musst nicht immer das machen, was dir drauf steht. Ja, manchmal steht ja auch quasi drauf, zum Beispiel nimm das 3 Mal am Tag, musst du nicht 3 Mal am Tag nehmen. Die schreiben eher immer ein bisschen mehr drauf, als du es dann tatsächlich vielleicht nehmen solltest. Weil die wollen das Ding ja verkaufen, ist ja klar. Also da reicht auch 1-2 Mal am Tag. Wichtig ist halt das Verhältnis und das ist auch eine ganz wichtige Lektion, die ich lernen musste nochmal vor ein paar Monaten erst. Zwischen Omega-3, veganem Omega-3, tierischem Omega-3 und diesen anderen Fetten, die du quasi überall drin hast, so ein Fleisch und Pommes und was der Kuckuck überall, wo wir letztendlich immer zu viel davon haben. Also die meisten, die halt Probleme haben in der Verdauung, in der Gesundheit, in der Blutzirkulation und so weiter, was dann letztendlich langfristig zu Schlaganfällen, zu was weiß ich alles, Krebs und was weiß ich alles, all diese modernen Krankheiten führen kann, ist letztendlich, dass du dieses Verhältnis nicht richtig hast. Das heißt, du hast auf einer einen Fettsorte von den ungesättigten Fettsorten viel zu viel versus ja, die gesättigten viel zu wenig. Und dann hast du Probleme mit den ganzen Themen, die ich gerade gesagt habe, Verdauung, Blut und so weiter. Letztendlich
am Ende des Tages auch immer eine direkte oder indirekte Auswirkung auf deine Kapazität des Denkens, ja, also der Leistungsfähigkeit in deinem Gehirn, ja. Und deswegen spielt es da auch mit rein. Kannst du das selber nochmal googeln? Wie gesagt, ich bin nicht der Ernährungsspezialist. Gibt es bestimmt welche, die das noch viel besser erklären können. Aber ich kann nur verraten, was ich mache als Vertriebler, dass ich sozusagen hier zum Beispiel das Vitamin C jeden Tag, seit Jahren nehme ich das jeden Tag. Ich glaube seit fünf, sechs Jahren mindestens jeden Tag. Jetzt nicht das hier, davor habe ich mal ein anderes benutzt, aber das hier bestimmt seit 3 Jahren, jeden Tag, wirklich jeden Tag. Und ich war nie krank, ja, nie krank, ja. Und wenn ich dann zum Beispiel so ein Vorstellungsgespräch habe mit irgendeiner Studentin oder sowas, ja, und wir haben zum Beispiel am Sonntag das Vorstellungsgespräch vereinbart und am Montag das Vorstellungsgespräch dann im Zoom. Und dann heißt es, ja, ich habe mir jetzt von meinem Sohn oder von meinem Bruder oder irgendwas gerade ein Virus eingefangen. Ich kann gerade nicht zum Schnuppertag vorbeikommen, vielleicht nächste Woche. Sag ich mal hin, nimmst du auch genug, sorry, jetzt war der Ton gerade weg, nimmst du auch genug Vitamin C? Ja, ich nehme Vitamine, okay. Können wir uns mal genau anschauen, was du da genau nimmst und wie viel und auch, ob du da genug davon nimmst. Also Vitamin C ist nicht immer gleich Vitamin C. Wenn du zum Beispiel da jetzt irgendwie zum Aldi gehst, ich liebe Aldi, ich gehe jeden Tag zum Aldi, ja, aber Vitamin C und solche Sachen, das ist dann wahrscheinlich nicht das Richtige. Also da, was die ganzen Supplements, die ganzen Vitamine, ja, und wie gesagt, ich habe zu Hause einen ganzen Schrank voll. Ja, mein Vater hat mir extra nochmal so ein Regal gebaut, weil der kann irgendwie alles Mögliche, ja, so Zimmerer und so weiter ist er. So ein Regal gebaut, in diesem Regal stehen nur Supplements, ja. Und heute extra mitgebracht, Whey Protein. Und ich habe auch schon versucht, das hier im Ausland zu bestellen, also als ich zum Beispiel im Nachbarland war, selbst in Österreich, glaube ich, wenn du bist, kriegst du es nicht geliefert. Das heißt, du musst sozusagen das an eine deutsche Adresse schicken, leider, über Amazon. Das ist eine deutsche Firma, die haben einfach hier sich auf speziell, also extremst hochwertiges Proteinpulver spezialisiert. Und bei diesen ganzen Proteinpulver muss ich dir echt sagen, aus eigener Erfahrung und aus jemand, der seit seinem 13. Lebensjahr quasi im Fitnesscenter ist, damals noch meine Schwester für mich den Vertrag gemacht, weil ich selber noch keine Verträge schließen durfte. Und dann hat sozusagen, ja, so mit beiden Augen geschlossen, dann der, damals war auch ein Ungar. Und das hat er mich dann dort trainieren lassen. Weil mein Vorbild war Rocky, Rambo und so weiter, ne? Also Dolph Lundgren und Arnold Schwarzenegger und so weiter. Also jemand, der quasi 20, 25, 30 Jahre in seinem Leben jeden Tag im Fitnesscenter war, kann ich dir wirklich sagen, dass es viele Proteinpulver gibt, die jetzt nicht so unbedingt immer alle super gesund sind. Na, da ist halt irgendwelcher Kram, irgendwelches Zeug drin, dass du gar nicht verstehst, was das alles ist. Dieses hier ist einfach super, super organisch. Hier hinten steht nochmal alles drin. Ist ja auch diese Angabepflicht in Deutschland. Und da sind halt einige so Aminosäuren drin, die wirklich essentiell sind. Ich nehme das immer morgens als Frühstück und abends vorm Schlafen gehen, weil ja nachts diese ganze Reparaturwerkstatt beginnt, ja, deine Zellen zu erneuern und all diese Sachen. Ja. Auch Muskelwachstum, verstehen die meisten nicht, passiert, wenn du schläfst. Ja. Das heißt, wenn du viel trainierst und auch dich gut ernährst, aber eben zu wenig schläfst, dann wirst du auch nie wirklich Muskelwachstum haben. Ne? Also wurde mir auch lange Zeit nicht wirklich erklärt. Okay. Also dann haben wir hier noch so Sachen wie zum Beispiel Zimt. Ja? Zimt ist unfassbar gut, ne? Für so viele Dinge. Auch wieder Durchblutung. Immer wenn ich sage Durchblutung, dann gilt es auch für alle Männer, die so ein bisschen Probleme haben. Du weißt schon. Ja? Also das sind eine ganze Menge auch aufgrund des Stresses, aber auch sehr viel aufgrund der Ernährung. Ja? Verstehen viele auch nicht. Auf jeden Fall super. Zimt, Immunsystem, ist gleichzeitig auch immer gute Durchblutung. Ja? Warum? Weil wenn du, sagen wir mal, jetzt unser Körper arbeitet ja ständig gegen sozusagen Viren. Ja? Wir sind ja ständig im Kampf mit Viren und Bakterien und so weiter. Und es gibt ja auch ganz viele gute Bakterien. Also in unserem Darm und überall, ne? Und wenn wir die jetzt mit Antibiotika ständig töten oder zu viel verseuchtes Huhnfleisch oder irgendwas anderes oder Seelachs oder sowas, dann wird das alles zerstört, dieses ganze Gleichgewicht.
Und deswegen genau, also wir sind ja ständig im Kampf, ja, mit irgendwelchen Abwehrdingern. Und das ist halt so, dass wenn du jetzt vergessen, was ich sagen wollte, ist egal. Ich muss halt auch noch Vorbereitungen treffen. Soll ich mir jetzt das Video mal kurz hier abkürzen? Auf jeden Fall, das riecht echt gut. Oh, ich liebe Zimt. Abgesehen davon, dass ich Zimt einfach liebe. Ja, zu Hause habe ich mir heute gerade eine Bestellung gemacht. Großes Zimt-Dingsbums, das habe ich hier jetzt extra nicht dabei. Ist halt zu Hause. Na, man kann ja nicht immer überall alles Mögliche dabei haben. Das hier habe ich euch auch schon mal gezeigt. Achso, das hier noch. Ist sozusagen, wenn du, wie ich auch, so ein bisschen zuckersüchtig bist, dann ist das immer mal wieder, wenn du das einmal am Tag nimmst oder einmal ein paar Mal die Woche oder so, dann gleicht das halt einfach wieder deinen Zuckerspiegel aus, was ist da alles drin. Ja, letztendlich wieder die gleichen Sachen, halt B3, B7, Vitamin E, D3, ja, und Zylon, Zimt, wieder Zimtextrakte und so weiter. Das ist halt eine Ansammlung von den Dingen, die ich halt teilweise Seelen, Zink, Magnesium, Calcium, Chrom und so weiter. Eine Ansammlung von den Dingen, die ich teilweise halt hochkonzentriert individuell auch nehme. Ja, also manchmal habe ich dann so Pillen oder Supplemente, die, wenn ich halt jetzt nicht so unterwegs bin und habe nicht so viele Einzeldinger, will ich da mitschleppen, dann habe ich halt einfach nur diese 2, 3, da wo halt alles Mögliche drin ist und dann nehme ich halt die. Okay? Also, das soll es gewesen sein für dieses Video. Ansonsten hier Vitamin A zum Beispiel und E würde ich jetzt nicht so häufig nehmen, ja, weil das sind halt dann die Sachen, die auch der Körper, da ist jetzt was anderes drin, ja, ein bisschen Proteinpulver, der Körper jetzt nicht so gut mit umgehen kann, wenn du eine Überdosis hast. Wenn du jetzt zum Beispiel Vitamin C oder Magnesium oder sowas hast, dann schaltet das halt der Körper sofort wieder aus. Das ist, da kannst du also wirklich keine Überdosis oder sowas hier, kriegst du höchstens Durchfall oder sowas, ne? Okay, das hat es gewesen. Ich freue mich wieder aufs nächste Video. Ich muss gleich los. Ihr merkt schon, ich bin wieder quasi ein bisschen am Rennen. Und heute ist Samstag, wie gesagt, der 11. Es wird der 11. Heute ist der 11.05.2024. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ich muss, wie gesagt, noch Vorbereitungen treffen. Ja, morgen geht's schon wieder los. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao. Ach so, aktuell haben wir ja Mai. Und da ist in Deutschland, wenn du zufällig auch aus Deutschland zuguckst, die Bärenzeit. Das ist ein Geschenk des Himmels. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Da kriegst du sozusagen wirklich sehr hochwertige Beeren hier von Aldi für 1 bis 2 Euro. Also es ist nach wie vor trotz Inflation und allem drum und dran immer noch sehr, sagen wir mal, affordable. Ja, also kannst du immer sehr gut kaufen. Ach mein Gott, das scheiß Mikro. Okay, also nochmal, wir haben aktuell die Bärenzeit, kannst du für 1 bis 2 Euro Brombeeren. Brombeerextrakt, unfassbar gut, genauso Himbeeren und Heidelbeeren, das sind so die wichtigsten Beeren, auch Erdbeeren auch. Da sind so Antioxidantien drin, du hast dort quasi so eine Kombination aus Fruchtzucker und Enzymen und so einem Kram. Da habe ich sogar mal ein Video gesehen von so einem Ex-CIA-Agenten, der sagt, okay, wenn wir bei der CIA trainiert werden und haben so richtig krasse Trainings, ja, dann müssen wir vorher immer Beeren essen, so ein Beerencocktail. Ja. Und das hat irgendwie, ach, deswegen esse ich immer so gerne Beeren, weil die halt immer so einen Energieschub geben und der auch relativ lang anhält. Wenn du es zum Beispiel auch kombinierst, also wenn du jetzt nur Beeren isst, dann ist ein bisschen so der reine Zuckerschub, ja, also wenn du es natürlich hier jetzt hat, dann hier kombinierst mit irgendwelchen sagen wir mal Reiskokosmilch oder Bio-Soja, ja, schmeckt wirklich gut, Bio-Soja auch, natürlich im Latte Macchiato, wie soll das anders sein, machen wir jetzt gleich einen dann. Und hier natürlich auch nochmal hier Bio-Mandeln, da sind auch Eiweiße bestimmte drin, ja, sehr, sehr, ich habe hier eine ganze Menge von Kram noch, Bio-Hafer, ne? Also quasi in Milchform, gibt es zum Beispiel auch beim Edeka, aber auch hier beim Lidl, wirklich sehr, sehr gute, wo du teilweise, ja, quasi wie so ein Müsli, aber halt in flüssiger Form, das heißt, dein Körper kann das viel schneller und cooler aufnehmen und so weiter und so weiter und so weiter. Also letztendlich richtig coole Sachen.
wird immer zu hier reingeschoben. Das heißt, hallo, Test, Test, Test. Naja, ich lade es hoch. Ich freue mich hier für euch. Ich hoffe, ich konnte dir hier wirklich ein paar Tipps mitgeben. Wie gesagt, ich bin gerade etwas unter zeitlichen Druck, obwohl heute Samstag ist. Ja. Aber morgen bin ich schon wieder irgendwie komplett eingedeckt. Gestern habe ich gerade einen neuen Kunden gewonnen. Deswegen muss ich jetzt wirklich schauen, dass ich hier jetzt einige Vorbereitungen für die nächste Woche noch treffe. Und dann sehe ich im nächsten Video. Also ich klatsche für euch, Leute, dass ihr euch die Zeit nehmt, bei mir diese Videos reinzuziehen. Und dann hoffe ich, dass ich euch auch immer wieder mal einen guten Tipp mitgeben kann und motivieren kann. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Ja, Leute, so eine Kaffeemaschine ist auch was Feines. Also was ich natürlich euch empfehlen würde, ist, dass man, wenn man hier zum Beispiel so eine tolle Kaffeemaschine hat von Jura, dass man hier einfach Sojamilch reinmacht, ja, und das schmeckt natürlich noch mal um einiges besser wie diese Kuhmilch. Eine Sache, die ich euch empfehlen würde, wo ihr mal beachten solltet, ist, dass die Sojamilch in Europa, aus Europa kommt. Ne? Also das steht dann hier drauf, aus der EU angebaut, biologisch und so weiter, weil natürlich in Amerika ganz viele Bio-Soja-Geschichten natürlich ziemlich wenn man sagen, illegal sind, ne? Also werden dann einfach irgendwelche Bauern quasi plattgewalzt in Uruguay, damit man dann da Soja anbauen kann und so weiter. Ne? Also Kapitalismus finde ich cool, aber es gibt auch natürlich sehr viel Shit. Okay, jetzt hat nochmal der... Very nice. Yes. Ah, dieses Geräusch. Füllmenge 60. Das wird so ein guter Latte Macchiato, ich sag's euch. Also heute Morgen, als ich im Bett gelegen bin und bin aufgestanden, hatte ich so gute Ideen, welches Content-Video ich heute drehen möchte. Ja? Und dann habe ich mir auf dem Herweg in der S-Bahn ein Video von Dirk Kräuter reingezogen und jetzt bin ich komplett wieder, jetzt ist mein Gehirn wieder gelöscht, ja, jetzt habe ich die ganze Zeit nur diesen Podcast von Dirk Kräuter im Kopf und jetzt muss ich mich nochmal quasi hinsetzen und ein paar Notizen machen, weil das waren nämlich wirklich ein paar gute Ideen. Ich hoffe, mir fällt es wieder ein. Bis gleich, Leute.